Festgäste, liebe Landsleute, unserem heutigen Totengedenken möchte ich einige berührende Zeilen voranstellen, die von einem Landsmann aus Westböhmen, Josef Rott, stammen. Unsere Toten. Das sind die stillsten Stunden in der Welt, wenn einer ohne Heimat Einkehr hält. Und in den Tagen ohne Sinn und Licht ein stummes Wort mit fernen Toten spricht. Gedanken wandern zwischen Gott und Zeit, geschlechtertief und aller Seelen weit. Wenn einer ohne Heimat im Gebet voll Erdennot zu seinen Vätern geht. Das sind die stillsten Stunden in der Welt, wenn einer ohne Heimat Heimkehr hält und auf die Gräber ohne Kreuz und Glanz von seiner Stirn legt Böhmens Dornenkranz. Wir wollen unseren Gedanken freien Raum geben über Berge, Flüsse und Meere, über Kontinente, dorthin, wo Menschen unserer Heimat ihr Leben ließen. Auf den Schlachtfeldern, in den KZs, auf einsamen Straßen. Wir gedenken der Toten der Bombennächte, des Krieges. Wir gedenken der Toten, die erschlagen, gehängt, verblutet und liegen gelassen, einsam starben. Wir gedenken der Toten, die ihr Leben lassen mussten, ihres Glaubens wegen, ihrer Rasse, Religion oder Zugehörigkeit zu ihrem Volk. Unsere Gedanken gelten auch jenen, denen heute noch der Wind der alten Heimat ein Lied singt, unter zerbrochenen Kreuzen, überwucherten Steinen und leeren Kirchen. Und unsere Gedanken gelten auch jenen, die irgendwo fern der Heimat die letzte Ruhe fanden. Wir gedenken der Toten der Heimat. Liebe Leute, was soll ich jetzt noch sagen? Ich bin hochbeeindruckt, ja, gerührt. Von der heutigen Veranstaltung, von der Begrüßung, wie sie vorher zelebriert worden ist. Alle die begrüße ich mit der gleichen Herzlichkeit und Umarmung.
Ich gratuliere den so herausgehobenen. Und erst jetzt, obwohl wir uns ja oft gesehen haben, erst jetzt weiß ich, welche Koryphäen ich die Freude hatte, zu begegnen, mit ihnen das eine und andere auszutauschen. Und ich füge hinzu, wie wehmütig wird es mir nicht in Österreich bleiben zu dürfen. Das gehört auch zu dieser Geschichte. Und wenn Pfarrer Oppel aus Neubistritz kommt, ich kam ja erst später dazu, dann will ich bekennen, dass ich auch Südböhme bin. Aus, na gut, ich ging in Neuhaus ins Gymnasium, also ich habe noch wenige Jahre mehr. Aber ich will die Bezugnahmen auf die Vergangenheit nicht weiter strapazieren. Ich grüße euch, Sie einzeln. Mein Respekt ist wie jedes Jahr zu euch. Ich komme jetzt rund bald 40 Jahre jedes Jahr hierher. Und es ist mir, als ob es gestern war. Als wir noch hier auf den Felsen die Messe hielten, oben, da war diese Weihestätte noch nicht so ausgebaut. Das war, als ob man ins gelobte Land schaut. Für die Nikolsburger insbesondere, aber auch für die anderen. Und so will ich den einzigen noch zu ergänzenden Gedanken euch nahebringen. Es ist zu vermerken, dass die Heimatvertriebenen von der Ostsee an bis runter in den Balkan nach 1945 wahrhaftig Friedensbringer waren. Wir haben die Vergeltung nicht uns auf den Leib geschrieben. Wir haben nicht im Böhmerwald Camps gemacht, um wiederum Gleiches zu vergelten. Nein, wir haben in der Charta der deutschen Heimatvertriebenen gelobt, auf Rache und Vergeltung zu verzichten. Wir haben es eingelöst. Wir haben versprochen, Österreich und Deutschland, ja Europa, wieder aufzubauen. Nicht nur architektonisch, sondern auch geistig. Nämlich die Friedfertigkeit ist wahrhaftig die Basis für allen Aufbau, sowohl der Köpfe, der Seelen, als auch der Gemeinschaften. Das haben wir zu Wege gebracht. Unsere Eltern, unsere Großeltern haben das zu Wege gebracht. Und es war schwer genug. Beispiele haben wir in den Lebensläufen der Geehrten eben gehört. Und dieses lassen wir uns nicht nehmen. Und dieses kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und daher nehmen wir das Recht zu sagen, wir sind noch nicht am Ende dieses Prozesses. Wir, die Deutschen aus der ehemaligen tschechoslowakischen Republik, haben ein Anrecht darauf, in der heutigen tschechischen Republik darauf hinzuweisen, dass sie ihren Teil, den politischen Teil, noch zu vollbringen haben. Dieses hat nichts von Mensch zu Mensch zu tun. Das hat ein Staat zu tun. Das Parlament, der Präsident, die Regierung. Und dieses ist Sudetendeutsche Forderung. Wir wollen, dass
die zur Vertreibung führenden und die Strafbewährung aussetzenden Dekrete annulliert werden. Annulliert werden. Wir werden dann sicher nicht daraus eine Prozessflut machen, sondern es gehört dazu, dass in diesem mitteleuropäischen Land nicht ständig vertuscht wird, was Recht und Gerechtigkeit ausmacht. Wir fordern, und an dieser Grenze habe ich schon vieles gefordert. Vieles hat sich auch entwickelt. Die Beispiele sind vorher genannt worden. Und vieles muss noch gemacht werden. Und wenn an diesem Sudetendeutschen Tag der stellvertretende Ministerpräsident ans Rednerpult trat und in der Übersetzung sagt, ich bin hier als Gast gekommen, ich habe nicht um Verzeihung zu bitten, ich habe einfach mit dabei sein wollen, so nehme ich dem Herrn Belobradek dieses als Person ab, nicht aber als stellvertretender Ministerpräsident. Darauf hätte gesagt werden müssen, willkommen dem Gast. Die Botschaft lautet aber, die Gesellschaft in Tschechien muss sich eines Tages, und ich hoffe, ich erlebe es, muss sich eines Tages dazu bereit finden, eine politische Kaste zu dulden, die diese Vertreibungsdekrete annulliert. Und wenn wir so weit sind, dass wie die beiden Burschen, von denen vorher gesprochen wird, Friedfertigkeit über die Grenze hinweg im wirtschaftlichen Bereich zur Wege bringen, so muss es auch andere geben, die diese Bewegung befördern. Das walte Gott, behüt euch Gott, ich danke euch. Das Lied »Kein schöner Land«, die erste Strophe und die vierte Strophe. Die vierte Strophe ist die Südmeerer Strophe. Und anschließend schließen wir die Feier mit der Bundeshymne. Musik.